tief sind wir hier denn eigentlich? Ja, eigentlich noch ein bisschen zu hoch für Diamanten. Gut, ich weiß nicht, wie tief du jetzt noch runter bist. Aber du müsstest ungefähr auf derselben Höhe sein. Ich habe, glaube ich, gerade ein Momentan bin ich wo sehe ich das? F3 und dann so ungefähr in der Mitte bei XYZ. Die Y. 20 Okay. bin ich. Genau, ein paar Klitze gerade hoch. Ich meine, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man auch da Diamanten findet, logisch. Nur eben die Wahrscheinlichkeit ist halt höher. Na? Was ist denn los? So, jetzt haben wir es hier gleich geschafft, wieder alles ein bisschen durchzubrutzeln. Ihr seht halt, mit dieser Technik spart man halt schon enorm viel Platz. Im Inventar. So, komm jetzt, mach fertig. Er hat noch 5, der hat sogar noch 18. Teile mal doch noch mal ein bisschen auf. Der ist durch. Und will euch hier natürlich auch nicht immer ewig langweilen mit diesen Eisenbratereien hier. Oh, ich habe ein verzaubertes Buch gefunden. Gut oder schlecht? Schlag 1, also eher schlecht. Nicht wirklich der Überhit. Da wären mir eine Packung Diamanten lieber gewesen. Zwei, die auch gerade gewinnen. Ja, ich habe auch was gehört. Ich meinte jetzt eigentlich erst, das ist so, ja, irgendwas in der Höhle halt, aber da du jetzt das Gewitter ansprichst. Tatsächlich, wieso gewittert es hier unten? Also irgendwas ist hier doch faul. Wieder zusammen, so wie wir es gelernt haben. Wie kommt man denn hier wieder raus? Und wo? Aus der Höhle. Woher soll ich das wissen? Irgendwie nach oben buddeln. So, gleich sind die 7 Eisen hier auch durch. Ich latsche jetzt nicht weg, weil sonst finde ich eben nochmal neues Eisen und wirft es dann wieder hier rein. Ja, wie gesagt, da kommen wir nicht weg sonst. Siehst du meinen Namen irgendwo? Nope.
bisschen strange ist das Ganze ja schon, dass man hier, ich sag jetzt mal, fast am Mittelpunkt der Erde in dem Fall das Gewitter von der Oberfläche hört. Ja. Ergibt für mich persönlich jetzt nicht allzu viel Sinn. Aber der Sinn in Minecraft ist eh immer so eine Sache, wenn man allein schon das Thema Schwerkraft, darüber könnten wir, glaube ich, schon Stunden diskutieren. Also, glaube ich, schenken wir uns das einfach direkt. So, dann die Kohle hier noch wegpacken. Alles schön versorgt ist. So, komm schon, aus der Einzelnen machen wir uns noch eine Fackel. Dann ist die auch weg. Dann machen wir uns gleich noch, ja komm, was soll der Geiz? Machen wir uns gleich noch zwei Spitzhacken. So, dahin, dahin. Jetzt passt soweit, glaube ich, alles. Naja, wir können das Eisen nochmal stacken. So. Dann nehmen wir natürlich unsere Werkbank noch mit. Und dann gehen wir mal weiter auf die Reise. Und gucken, wo sie uns noch hinführt. Sie werden uns jetzt hier eh alle Diamanten geklaut haben. Das ist so typisch. Wir suchen hier schon seit Stunden in der Gegend rum. Sie beamt sich hier runter zu mir. So mit illegalen Cheats. Und findet dann Diamanten und haut dann wieder ab. Ja, ne? Und wir sitzen hier unten und finden einen kläglichen Diamanten. Läuft hart bei uns, ne? Da waren wir schon, das ist eine Sackgasse. Hier waren wir ja auch schon überall. Hier hatten wir gerade unser Lager. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Da war sie zwar schon unterwegs, aber trotzdem, wenn ich hier durchs Wasser komme. Ja, hättest du mir mal ein Bett da gelassen, ne? Hättest du mir mal ein Bett da gelassen? Ist es bei dir nicht so laut? Nicht ganz so laut. Es ist halt so mehr Hintergrundlautstärke, sagen wir es mal so. Autsch, aber direkt Gold gefunden. Nehmen wir mit. So, und auch noch die Kohle hier. Naja, Verschwendung. Wenn wir die einfach hier unten verstauben lassen würden. Alles mit dem wieder nach Hause kommen, das ist eigentlich eine gute Sache. Ich habe mir da noch keine großen Gedanken gemacht. Das wird auch wieder ein Spaß. Allein schon wieder hier irgendwie hochzufinden. Weil hochgraben, das mache ich eigentlich gar nicht gern, weil ich habe so ein Talent, dass ich dann auf den Lavasee stoße und dann bei meinem Glück noch drauf gehe. Ja, aber es ist halt dementsprechend auch immer so ein Aufwand, sich hochzugraben. Weiter geht die wilde Fahrt. Hier war sie halt überall schon, erkennt man ja an den Fackeln, ne? Ja, weil ich es nicht war. Weil wenn ich es gewesen wäre, würden die ganzen Rohstoffe hier fehlen.
Bann? Nee. Taugt nicht viel. Ist, glaube ich, nur irgendwas für mit den Spinnen. Ich muss dich jetzt mal finden. Ja. Ja, du wirst doch ein bisschen Redstone haben. Und drei, vier Eisen wirst du ja auch zusammenkriegen, oder? Ja, ich sag's ja nur. Ist ja nicht böse gemeint, war ja nur als Tipp mehr oder weniger. Hier immer schön Shift gedrückt halten, weil ich echt keinen Bock habe, irgendwo in Lava abzustürzen. Irgendwie drehe ich mich jetzt gerade im Kreis. Ich hab schon einen Cup. Sofort.